Hallo meine Lieben, da sind wir wieder in einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. So, weiter geht's mit der Quest, ja, mit der Echse halt. Finde und eliminiere Hetepi bei den Anubis-Priestern. Hetepi trägt einen blauen Schal und hustet ständig. Er befindet sich im großen Tempel des Ptah. Er ist einer der fünf Priester, die eine Anubis-Maske tragen. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir den finden. Ich denke mal, das ist jetzt eher eine Schleichmission. Ich glaube nicht, dass wir hier einfach durchrushen können. Wir holen unser Vögelchen. Okay, das ist eh noch ziemlich weit hinten. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier runter können. Und ob wir uns dann unser Pferdchen holen. Und ich wollte dann eh eigentlich mal schauen, ob wir hier irgendwo einen Aussichtspunkt haben. Haben wir einen Aussichtspunkt? Hier wäre ein Aussichtspunkt. Den müssen wir uns auf jeden Fall noch holen. Und hier wäre auch ein Aussichtspunkt. Das passt eh. Das ist eh gleich dort drinne. Okay. Vielleicht können wir uns ja gleich den hier holen. Markieren wir den nochmal. Aus dem Weg! Elende Missgeburt, was soll das werden? Schnauze, sonst hol ich mal mein Pferd runter. So. So, da oben müssen wir hin. Jetzt noch ein Priester des Anubis. Okay. Jetzt schauen wir erstmal noch den Aussichtspunkt dort oben holen. Dass wir auf jeden Fall mal einen Punkt haben, wo wir hin porten können oder eine Schnellreise machen können. So, wo ist der Punkt da? Ah, dort oben. Nur einer dieser Priester muss sterben. Ich muss mit Bedacht zuschlagen. Ja, du musst jetzt erstmal da oben hin. Du musst erstmal hier oben hin und musst dir erstmal den Punkt holen. Und dann gucken wir weiter. Genau. So, synchronisieren wir mal. Wachenmäßig sieht es hier gar nicht doll aus. Darunter will ich aber eigentlich gar nicht. Schauen wir doch mal hier. Gehen wir mal hier runter. Ein Priester des Anubis. Aber ist es Hetepi? Oh mein Gott, wie viele Priester gibt es denn hier? Na klar ist er das. Haben wir es geschafft, oder wie?
Sehr schön. Ging ja recht fix, muss ich sagen. Die Echse. Der Priester, der Memphis verflucht hat. Ich diene nur dem alten Ägypten. Es fordert einen hohen Preis. Unschuldige werden verstümmelt. Kinder aus dem Leib gerissen. Der Name des Hohepriesters missbraucht. Sein Name war schon beschmutzt, bevor du kamst. Die Massen sind die Herden der Götter, getrieben von der Peitsche des Hirten. Du bist einer von ihnen, Bayek. Du bist ein Rind! Mich treibt nur der Wille an. Nicht Furcht. Oh ja. Und wer schwingt die Peitsche hinter deinem Rücken? Wer verlangt, dass du deinen Ka mit meinem Tod befleckst? Ich habe meine Götter. Triff du die deinen. Sehr cool gemacht. Okay, das ging jetzt leicht, aber... Wird der Fluch über Memphis gebrochen. Ich informiere die anderen. Ich pack die mal hier rein. Okay. Okay, wir müssen Bericht erstatten. Was ist hier? Nehmen wir doch gleich mit. Zack, zack, okay. Der Gestank in der Luft. Noch einer von Memphis Flüchen. Ich werde mit den Priestern, die er erwähnt hat, sprechen. Aya hat die feinere Nase. Jetzt wollte ich aber erst schauen. Okay, den haben wir, den Punkt. Gehen wir doch noch schnell hierher. Das Geruch schnell ausfindig machen. Mit dem Aussichtspunkt doch gleich. Wow. Wir sind nicht weit weg, 400 Meter bloß. Okay, wir können anscheinend gut durchs Wasser reiten. Auch nicht schlecht. So, hier müssen wir hoch, oder? Okay. So, und dann gehen wir weiter zu der Quest. Ah,
Ach, wollte nicht runter. So, jetzt aber, Leute. Ich glaube, ich müsste echt mal ein bisschen farmen gehen, dass ich hier meine Rüstung ein bisschen upgraden kann. Aber bis jetzt geht's eigentlich noch. Irgendwie ist es hier immer dunkel, oder? Was? Muss ich hier rumgehen, oder was? Ne, irgendwie sind wir hier falsch. Bin bereit. Bei den Göttern. Was? Ich töte dich! Was? Ein Schwachkopf und ein Feigling. Manche sind echt schwer gestraft. Ich musste sagen, Entschuldigung, Leute. Wenn da schon da steht, Attentat, ja, dann muss ich es halt mal machen. Aber sie taten es nur, weil sich ihr Bruder in Lebensgefahr befand. Der Fluch ist keine Bedrohung mehr. Herr Tepi. Was hat ihn zu einem solchen Wahnsinn getrieben? Memphis gehört wieder euch. Uns. Da dies nun geklärt ist, können wir endlich das Fest zu Ehren von Apis vorbereiten. Mögen Dämonen Hetepis Ka verschlingen. Und mögen die Schuldigen für Chemos Tod ihm bald folgen. Sehr schön, haben wir das auch abgeschlossen. Schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht mit den Hauptquests. Vielleicht muss ich zu Cleopatra zurück und ihr Bericht erstatten. Es schmerzt dich zu verlassen, aber ich muss alleine gehen. Ah ja. Ich werde meine Pflicht erfüllen.
Wo führt dich deine Pflicht hin? Nach Norden, um das Meer zu entzünden. Ich trinke dein Wasser. Ich hoffe, wir jagen bald wieder gemeinsam. Bis dahin machen wir die Nacht zu der unseren. So, da sind wir wieder. Trophäe erhalten, die Echse. Sehr schön. Gut, Leute, damit würde ich sagen, machen wir auch an der Stelle schon einen Cut. Heute war die Folge nicht so lang. Und wir müssen mal schauen, was uns jetzt erwartet. Was machen wir in der nächsten Folge? Schauen wir doch mal. Wir haben jetzt eigentlich Hauptquests. Die Schuppen des Krokodils hätten wir noch. Reise ins Fayum. Jetzt aber Stufe 25. Müssen wir mal in der nächsten Folge schauen. Vielleicht packen wir uns die an. Oder wir machen halt auch. Machen vielleicht mit den Nebenquests hier weiter. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, lasst mir doch einen Kommentar, Like oder auch Abo da, wie ihr lustig seid. Und bis dahin, ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Euer Andi.